komme ich zu unserem heutigen Gast, Beate Grossegger, und darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin und stellvertretende Vorsitzende des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien. Wie wird man das? Sie hat vorher Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien studiert und hat sich dann auf die Jugendforschung seit 1996 schon konzentriert und sehr, sehr viele Studien in diesem Bereich betrieben. Ich erzähle Ihnen nur die wichtigsten. Sie war Projektleiterin von 50 Jahre Shell Jugendstudie, eine der größten Studien, der Studie Jugend und Beschäftigung, Wege in der Arbeitswelt und Berufseinstieg in der Wissensgesellschaft, Bedarfslagen und Problematiken von bildungsnahen Jugendlichen. Also vielleicht einmal ein unüblicher Forschungsansatz. Und sie ist die Co-Projektleiterin des vierten Berichts zur Lage der Jugend in Österreich. Aber wie gesagt, das ist nur eine Auswahl der Studien. Viele davon sind auch publiziert worden, das heißt, Sie können sie kaufen oder downloaden. Sie gibt ihr Wissen auch weiter an unterschiedlichen Universitäten. Auch hier nur eine Auswahl, sie ist Lehrbeauftragte am Institut für Publizistik an der Uni in Wien, für praktische Theologie, also am Institut für praktische Theologie der Uni in Innsbruck. Sie hat auch bei den islamischen Religionspädagogen in Wien unterrichtet und genauso an der Pop-Akademie in Mannheim. Mein Name ist Constanze Wimmer. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute am Abend die Gastgeberin von der Frau Dr. Grossegger sein darf. Ich unterrichte in Linz an der Bruckner Uni in einem Weiterbildungslehrgang zum Thema Musikvermittlung. Und wir haben gerade am letzten Wochenende sehr, sehr viel mit den Studenten diskutiert, wie wir denn eigentlich als Erwachsene, die ein Anliegen haben, klassische Hochkultur an Kinder und an Jugendliche zu vermitteln, was wir da eigentlich alles falsch machen und wie wenig wir davon richtig machen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was sie uns erzählen wird. Dankeschön. Ich möchte Ihnen einen kurzen Einstieg geben, wie sich Jugend heute aus Sicht der Jugendforschung darstellt. Ja. Wie Jugend in den Medien skizziert wird, das wissen wir alle. Ja. Wir wissen auch, wie die öffentliche Debatte läuft. Aus meiner Sicht geht es da immer ein bisschen so in die Richtung Problemfall oder Hoffnungsträger. Das heißt, die Auseinandersetzung der wachsenden Gesellschaft mit Jugend wird sehr gerne und sehr oft als Frage formuliert. Und aus dieser Frage resultieren dann Bilder von Jugend, die für mich als Jugendforscherin eher etwas skurril und oft auch ein wenig beklemmend wirken. Ich sage Ihnen auch warum. Ich glaube, diese Bilder von Jugend, denen man begegnet, die zeigen nicht die Jugendlichen, wie sie wirklich sind, sondern die zeigen uns vor allem, wie Erwachsene sich wünschen würden, dass Jugendliche wären. Das heißt, die gängigen, medial vermittelten Jugendbilder offerieren uns letztendlich nichts anderes als die Erwartungen, die die Erwachsenengesellschaft an Jugend heute formuliert. Ja? Ein ganz klassisches Beispiel ist die Wertefrage. Ja? Jugend und Werte, das wird gern und oft diskutiert. Da gibt es die einen, die sehen die Jugendlichen als Speerspitze der Spaßgesellschaft und als solche sind sie natürlich für den allgemein diagnostizierten Werteverlust verantwortlich. Und es gibt die anderen, die sehen Jugendliche als Hoffnungsträger und hoffen, glauben an eine Retraditionalisierung der Werte junger Menschen. Die beschreiben Jugendliche als solide Leistungsträger. Wenn ich mir das so aus Sicht der Jugendforschung ansehe, muss ich sagen, die liegen beide ganz gehörig daneben. Warum ist das so? Jugendliche sind sowohl das eine als auch das andere. Ich sage es mal so frech. Ja? Jugendliche verbinden in ihrem Wertekosmos Aspekte, Werteakzente,
die für diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, eher unvereinbar scheinen. Ja? Also sie sind, ich würde mal sagen, solide Hedonisten. Ja? Sie wollen Spaß haben im Leben, sie wollen das Leben genießen, sie setzen nicht auf Askese, sie wollen nicht verbiestert sein. Ja? Und sie legen aber trotzdem ganz viel Wert auf ein harmonisches Familienleben, auf stabile Sozialbeziehungen, auf gute, feste Freundschaften. Ja? Also eigentlich alte, gute Werte. Ja? Sie investieren in Bildung, wollen später mal in der Arbeit, im Beruf ihre Leistung bringen und sagen trotzdem, Freizeit ist mir ein enorm wichtiger Bereich. Das eine und das andere passt für sie problemlos zusammen. Ja? Und wenn Erwachsene ihnen vorhalten, das sei unrund oder unschlüssig, können sie mit dem Argument oft gar nichts anfangen. Ja? Was wir beobachten in der Jugendwerteforschung ist, dass weltanschauliche Selbstbindungen bei Jugendlichen absolut out sind. Ja? Sie interessieren sich für vieles, die Jugendlichen heute. Ja? Aber binden an weltanschauliche Gemeinschaften wollen sie sich im Regelfall nicht. Ja? Wenn man sich die wichtigen Lebensbereiche bei Jugendlichen ansieht, sind Familie, Freizeit, Freunde und Freundinnen ganz weit oben. Ja? Investitionen in die Bildung, in die Ausbildung, berufliche Zukunft im Mittelfeld, Religion und Politik ganz unten. Ja? Jetzt wäre man versucht zu sagen, eine unpolitische oder auch politisch desinteressierte Jugend haben wir da vor uns. Ich glaube, auch das ist ein Trugschluss. Ja? Die Jugendlichen beobachten teilweise sehr kritisch, was in der Gesellschaft abgeht. Ja? Und sie sagen auch, ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, was sie in der Gesellschaft stört. Ja? Wenn man Jugendliche fragt, in welcher Gesellschaft sie gerne leben würden, sagen sie, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der der Mensch mehr zählt als das Geld. Und ich möchte auch in einer Gesellschaft leben, wo man mit Leistung noch zu etwas kommen kann. Und dann kommt ein Bindestrich und ein Nachsatz. Und sie meinen, in so einer Gesellschaft leben wir derzeit nicht. Ja? Wie ist sie nun die Gesellschaft, in der junge Menschen heute heranwachsen, in der sie sich einen Platz zu sichern suchen? Ja? Sie ist zum einen eine Gesellschaft, die sich sozial immer mehr spaltet. In der Soziologie sprechen wir von Dreidrittelgesellschaft. Wir haben ein Drittel junger und auch älterer Menschen, die eher in gesicherten Lagen leben und die zu den Gewinnern und Gewinnerinnen unserer Gesellschaft zählen. Das sind die, die in der Oberschicht oder der oberen Mittelschicht zu Hause sind. Ja? Wir haben das absolute Gegenteil, wir haben diejenigen, die die Verlierer und Verliererinnen unserer Gesellschaft sind. Jugendliche aus der Unterschicht und der unteren Mittelschicht, ebenfalls in etwa ein Drittel. Ja? Junge Menschen, für die es außer Sicht steht, später mal gesellschaftliche Statuspositionen zu erreichen. Wie reagieren diese benachteiligten jungen Menschen, gesellschaftlich benachteiligten jungen Menschen? Nicht so, wie sich viele Erwachsene erwarten würden. Ja? Sie machen nicht auf traurig und sie machen auch nicht auf Rebellion. Sie versuchen das Beste aus ihrem Leben zu machen und entwickeln dabei eine sehr stark ausgeprägte materialistische und hedonistische Grundhaltung. Party machen, abfeiern, Kohle, die man hat, für das investieren, was Spaß macht und wo man im Umfeld punkten kann. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Die Viola, die aus der Kracher-Styler-Szene kommt. Mit ihr habe ich ein Interview geführt und ich habe sie gefragt, warum sie so wahnsinnig auf teure Markenklamotten steht, wo sie doch ständig das Konto überzogen hat. Und sie blickt mich so etwas nachdenklich an und sagt, ja stimmt, teuer ist in meiner Szene angesagt. Und ich sagte auch, warum?
Ich glaube, damit man sich beweisen kann, damit man beachtet wird. Es ist einfach gut, wenn du in die Nachtschicht hineingehst und da sagt einer, bam, Alter, das ist ein Styler. Ja? Sie steht dazu, dass sie sich mit den Mitteln, die ihr verfügbar sind, die Anerkennung abholt, die sie braucht, um für sich selbst etwas wert zu sein. Dann gibt es noch ein drittes Drittel, die Mittelschichtsjugendlichen. Hier beobachten wir ein hohes Maß an Verunsicherung. Das sind Jugendliche, die wissen, dass sie gute Ausbildungen abschließen und dann trotzdem nicht sicher sein können, später mal einen langfristig gut bezahlten, sicheren Arbeitsplatz zu finden. Das sind Jugendliche, die Leistung bringen wollen und die durch ihr Umfeld auch zur Leistung verpflichtet werden. Das sind Kinder von sehr engagierten, aber manchmal auch überfordernden Eltern. Ja? Wir haben heute mit dem Phänomen zu tun, dass 6 von 10 Jugendlichen sagen, ich fühle mich in der Ausbildung, in der Schule komplett überfordert. Das geht an den Rand des verkraftbaren Stresses. Ja? Und trotzdem machen sie mit. Und sie wissen, dass man heute höhere formale Bildungsabschlüsse erreichen muss, um in der Arbeitswelt der Zukunft überhaupt eine Chance zu haben. Und sie sind nicht wirklich glücklich damit. Dennoch brechen sie nicht aus. Sie versuchen, wochentags das Beste zu geben. Und am Wochenende, dann suchen sie Ausgleich. Ja? Das sind diejenigen, die immer wieder mal für Schlagzeilen sorgen, weil sie Koma trinken, zu viel Party machen, nicht an Familiengründung denken, weil sie sich es wirklich einmal total geben, allerdings nur punktuell. Es ist ein punktuelles Ausklinken aus dem überfordernden Alltag, was wir beim Jugendlichen vor allem aus der Mittelschicht beobachten. Ich habe Ihnen hier Daten mitgebracht aus einer Studie zur Altersgruppe der 14- bis 25-Jährigen. Wir haben die Jugendlichen gefragt, was gehört für euch zu einem Fest, zum Party machen, zu einem Event dazu. Gute Musik ist klar, viele Leute, die gut drauf sind, Freunde und Freundinnen, mit denen man gemeinsam Party macht, auch das ist nicht weiter verwunderlich. Das, was mich hellhörig macht, ist, dass 2 von 3 Jugendlichen sagen, ich mache Party, um einfach mal den Alltag zu vergessen. Und ich mache Party, um die Sau einfach mal richtig rauszulassen. Und dann am Montag, wenn wieder Schule ist, wenn ich im Lehrbetrieb bin, dann steige ich in die Welt, die mir vor die Nase geknallt ist, mit allem, was ich geben kann, bestmöglich wieder ein. Ja? Das heißt, punktueller Exzess, das ist etwas, was wir im Jugendsegment beobachten. Etwas, was hellhörig machen sollte und etwas, was natürlich auch mit bestimmten Problemverhaltensweisen verknüpft ist. Jugendliche sind nun aber nicht nur Kinder der Dreidrittelgesellschaft und sie sind nicht nur Kinder einer Burnout-Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die Burnout befördert und problematische Kompensationsstrategien begünstigt. Sie sind auch Kinder einer Gesellschaft, in der es immer und überall um Erfolg geht. Ja? Diese Erfolgsgesellschaft, die funktioniert nach einem anderen Prinzip als die klassische alte Leistungsgesellschaft. Ja? In der Erfolgsgesellschaft geht es nicht mehr nur darum, dass man Leistung bringt, sondern man muss die Leistung, die man bringt, auch entsprechend in Szene setzen können. Ja? Leistung ohne entsprechende Inszenierungskompetenz ist in der Erfolgsgesellschaft nichts mehr wert. Wie äußert sich das bei Jugendlichen? Ganz einfach, sie vermarkten sich in all ihren Lebensbereichen. Sie vermarkten sich am Bildungsmarkt, sie vermarkten sich am Arbeitsmarkt und sie vermarkten sich zunehmend auch privat. Wenn sie sich
wenn Sie Interviews führen, Experten, Expertinnen-Interviews mit Unternehmern und Unternehmerinnen, ja, wenn die Ihnen sehr oft sagen, dass sie großes Interesse an engagierten jungen Menschen haben, ja, und dass sie diese jungen Menschen auch fördern wollen. Nur, dass sie sich unheimlich schwer tun, die richtigen auszusuchen, weil die, die vorstellig werden, die, die sich bewerben, die versprechen das Blaue vom Himmel, weil sie so unheimliche Angst haben, sonst überhaupt nicht zu einem Job zu kommen. Ja? Und das, was Unternehmer und Unternehmerinnen berichten, das kann ich als Leiterin einer Forschungseinrichtung bestätigen. Die Praktikanten und Praktikantinnen, die sich bei mir um eine Praktikumsstelle bewerben, die können alles, die wollen alles, die machen angeblich alles, bis zum ersten, zweiten Tag, wo sie bei mir im Büro sitzen. Dann beginnt die Überforderung, dann beginnt das reale Arbeitsleben. Ja? Und ich mache mir das erste Mal riesengroße Sorgen und frage mich, warum hatten die nicht den Mut, mir zu sagen, was sie können und was sie alles noch lernen wollen. Ja? Das sind junge Menschen, die erfahren haben, dass man sich vermarkten muss und Versprechungen machen muss, damit man überhaupt eine Chance bekommt. Ich würde mir wünschen, es wäre anders. Ich würde mir wünschen, dass auch Leute, die nicht so aussehen oder nicht so wirken, als wären es die Rosinen im Kuchen, eine Chance in unserer Gesellschaft bekommen. Ja? Soweit zum Arbeitsmarkt. Kommen wir zum Privaten. Ich habe gesagt, auch im privaten Bereich bemerken wir diese Vermarktungstendenz. In der Sozialforschung spricht man von einer Ökonomisierung der sozialen Beziehungen. Was wir bei Jugendlichen sehen, ist, dass sie sehr stark zu marktförmigen Selbstbeschreibungen tendieren. Also sie haben ein gutes Gefühl, was das ist, diese wünschenswerte Persönlichkeit. Und wenn Sie sich jemanden vorstellen, wenn Sie neue Kontakte knüpfen, denken Sie bitte nur an Facebook, ja, präsentieren Sie sich von der besten, im Sinne von wünschenswertesten Seite. Ja. Die schieren Loser, die haben keine Chance. Ja. Und hier geht es auch nicht primär darum, dass das Verbindliche, das kaum beschreibbare, weiche, intensive, in harmonischen, teilweise auch konfliktträchtigen, aber sehr nahen Sozialbeziehungen punkten würde. Wichtig ist zu sagen, dass man famous ist, dass man anerkannt und gewollt und gewünscht ist. Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht aus einem Gespräch, das ich in der U-Bahn verfolgen durfte. Da sitzen zwei Lehrlinge nebeneinander und führen sich ihre neuen Handys vor. Und plötzlich sagt der eine zum anderen, hey Mann, so famous ist nicht jeder in unserem Alter. Hey, ich bin urfamous. Ich habe 100 Freunde in meinem Handy drinnen. Ja? Das heißt, er hat 100 Leute in seinem Handy drinnen. Ja? Tatsächlich hat er vielleicht 3, 4 gute Freunde. Und wenn er diese 3, 4 guten Freunde hat, hat er schon Glück. Ja? Das sind so die Rahmenbedingungen für Jungsein heute. Und diese Rahmenbedingungen sind, wie ich glaube, gar nicht so einfach. Also wir Erwachsenen tendieren dazu, Jugend so ein wenig zu verniedlichen. Ja? So in die Richtung, ach, haben die es doch schön. Ja? Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind schwierig und die Erwartungen der Erwachsenengesellschaft sind hoch. Zum Beispiel erwarten wir uns, dass sich junge Menschen an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen, dass sie Politik und Gesellschaft mitgestalten. Ja? Und ich glaube, wir überfordern sie auch mit unseren Erwartungen. Tatsächlich ist nur eine sehr kleine Minderheit am Gestalten der Gesellschaft wirklich interessiert. Die Deutsche Schell-Jugendstudie 2010, die im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurde, zeigt, dass 80% der Jugendlichen nie für soziale oder gesellschaftliche Veränderungen eintritt. Das sind junge Leute, die dazu stehen, dass Gesellschaft
nicht etwas ist, in das sie formend eingreifen wollen. Und sie sind gleichzeitig junge Leute, die sagen, ich habe dennoch ganz konkrete Erwartungen an die Gesellschaft und vor allem auch an die Politik. Ja? Jugendliche erwarten von der Politik, dass sie sich stärker, als sie es derzeit tut, den für Jugendliche wichtigen Fragen stellt. Ja? Was sind das für Fragen? Ja? Ich habe Ihnen hier Daten mitgebracht aus unserer Vorwahlbefragung zur Wienwahl 2010. Wir haben die jungen Leute, die 16- bis 19-jährigen Wiener und Wienerinnen gefragt, was sind für dich die wichtigsten politischen Themen? Es war eine offene Frage, das heißt, sie durften spontan antworten, sie durften ihre Statements bringen. Man hat ihnen nicht eine Liste vorgelegt, aus der sie auswählen mussten, sondern sie durften wirklich sagen, was ihnen wichtig ist. Rausgekommen ist, dass Aufwachsen in der Migrationsgesellschaft beschäftigt, dass Bildung und Ausbildung bzw. Bildungsreform ein ganz heißes Thema ist, dass natürlich die Arbeitsmarktchancen den Jugendlichen auf der Seele brennen und Wirtschafts- und Sozialpolitik als Bereiche, die existenzielle Daseinssicherung betreffen, ebenso wichtig sind. Ja. Was die Jugendlichen der Politik ankreiden, ist, dass Politik sich zu wenig um Jugend kümmere. Das heißt, es wird immer groß darüber geredet, dass Zukunftschancen zu sichern seien. Und die Jugendlichen sagen, wir sehen da nicht wirklich was. Politik ist ein Kreisel, der sich um sich selber dreht. Politiker und Politikerinnen streiten um angeblich wichtige Themen herum. Was im Alltag junger Menschen abgeht, davon haben sie wenig Ahnung. So argumentieren die Jugendlichen. Und sie sagen ganz offen, ich bin überzeugter Demokrat oder überzeugte Demokratin, aber das, was ich auf der offiziellen Bühne der Politik geht, geht mir eher am A vorbei. Ja? Ich habe Ihnen hier zwei Zitate mitgebracht aus einer Gruppendiskussion, die wir im Herbst letzten Jahres durchgeführt haben. Die Rebecca ist 17, hat die Schule abgebrochen, ist jetzt in einer AMS-Schulung und nimmt sich nicht wirklich ein Blatt vor den Mund. Ja? Sie sagt, ich pfeife auf Politik, ich gehe zwar wählen, sie wählt FPÖ, und sie sagt gleichzeitig, aber diese Politik, die geht mir am Arsch vorbei. Und Ananda ist 16, AHS-Schüler, politisch interessiert, so beschreibt er sich selbst, tickt in der Grundhaltung nicht viel anders. Er formuliert seine Kritik an der politischen Klasse nur etwas eloquenter. Ananda sagt, ich weiß nicht, Politik, wie sie jetzt ist, damit kann ich nicht. Unsere Demokratie ist für mich eine Pragmatendemokratie, so nennt das. Alle Politiker wollen für sich das Beste. Um uns kümmern die sich nicht. Jetzt könnte man sagen, wenn das alles so schlecht ist, wenn so viel Kritik auf dem Tisch liegt, warum gehen die Jugendlichen nicht auf die Barrikaden? Eine interessante Frage. Eine interessante Frage, mit der junge Menschen sehr oft nichts anfangen können. Schon wieder haben wir die Erwartungen der erwachsenen Gesellschaft auf dem Tisch liegen. Ja? Wir würden uns aktive, kritische junge Bürger und Bürgerinnen wünschen. Ja? Die sollen protestieren, die sollen sich zivilgesellschaftlich engagieren. Das ist das, was von jungen Menschen sehr oft erwartet wird. Was nicht gesehen wird, ist, dass der breite Mainstream am zivilgesellschaftlichen Engagement wenig Interesse hat. Ja? Die jungen Leute sagen, wir wollen Veränderung und wir warten auf Veränderung, aber die kommt nicht. Und selbst dafür sorgen, dass sie kommt, das sehe ich bei mir nicht. Und man fragt nach, warum eigentlich nicht? Und sie bringen, ich sage es ganz ehrlich, du hast schlüssige Argumente. Auch hier habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht aus einem Interview,
dass ich mit einem jungen Engagementresistenten führen durfte. Er sagt, ich wäre jetzt nicht die Person, die beim WWF mitmacht, weil ich mir denke, die erreichen nichts oder zumindest nicht so schnell. Und das wird mich persönlich fertig machen, weil ich möchte Ergebnisse sehen. Jugendliche, die so diskutieren, die sagen, ihr Erwachsene, ihr die Elterngeneration, ihr habt schon recht, dass man verändern sollte. Aber seht euch doch mal um. Ihr hattet in eurer Jugend so viele Visionen. Ihr habt so viel diskutiert. Und was hat sich bewegt? Was hat sich verändert? Nicht viel. Ja? Das ist eine Generation, die sehr output-orientiert denkt. Sich für etwas einzusetzen, nur für sich selbst daraus Sinn zu generieren, ist uninteressant. Wenn Engagement, dann möchte man Ergebnisse sehen. Ja? Und jetzt sage ich es ganz offen, es gibt natürlich auch die Engagierten. Ja? Man soll nicht so tun, als würden sich Jugendliche heute durch die Bank für nichts engagieren. Es gibt qualifizierte Minderheiten, die sich sozial einsetzen, die Gesellschaft gestalten wollen. Das Interessante bei dieser Gruppe ist, dass sie das sehr oft nicht mehr in dem Rahmen tun, den wir Erwachsenen vorgeben. Das heißt, diese traditionellen Strukturen, in denen Engagement stattfinden sollte, ja, dieser hohe Verbindlichkeitsgrad, der mit den Institutionen, die mit Engagement assoziiert sind, verbunden ist, das ist Jugendlichen fremd. Ja. Sie praktizieren neue Formen eines individualisierten Engagements, wie wir es nennen. Sie setzen sich für Themen ein, die ihnen wichtig sind. Ja. Sie engagieren sich punktuell. Ja. Das heißt, heute ist ein wichtiges Thema am Tisch und ich mache etwas. Ja. Und ich will nicht auf immer und ewig Mitglied in einem Verein sein. Das ist die Art und Weise, wie die junge Engagement-Elite tickt. Ja? Und sie tickt dabei durchaus interessant, spannend, charismatisch, wie ich glaube. Auch hier noch ein Zitat von Tom, einem 16-Jährigen, der sich für soziale Belange einsetzt. Er sagt, die Welt verändern, das wird mir nicht gelingen. Aber ich kann mein Umfeld verändern und indem ich mein Umfeld verändere, verändere ich ja meine Welt. Meine Welt. Und wenn meine Welt in Ordnung ist, dann gibt es wieder positive Energie und dann kann ich weiter versuchen. Ich glaube, das ist ein pragmatischer Zugang und zugleich auch ein Zugang, der Mut machen könnte. Ja? Was die Engagementresistenten und die Engagierten verbindet, ist, dass sie Kinder des Zeitgeists sind. Und diesen Zeitgeist hat, wie ich glaube, Helene Hegemann, eine 18-jährige Jungautorin aus Deutschland, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Sie hat unlängst in einem Interview mit der Popkulturzeitschrift Spex geäußert, mich interessiert nicht irgendeine große Wahrheit, weil der Glaube an deren Existenz sowieso die größte Lüge ist, die es gibt. Mir geht es fast ausschließlich um Statements und um Unterhaltung. Ich denke mir, diesen Statement-Aspekt muss man ins Auge fassen. Und man muss sehen, dass Statements, wie Helene Hegemann sie denkt, das absolute Kontrastprogramm zu der moralischen Appellkultur, zu der wir Erwachsene tendieren, ist. Ja? Diese Statements funktionieren nach dem Prinzip, Leuten aus der Seele zu sprechen und nicht ins Gewissen zu reden. Und ich denke, wenn wir uns das vergegenwärtigen, sind wir schon einen Schritt weiter, um Jugendlichen nicht nur verständnisvoll, sondern auch verstehend begegnen zu können. Und damit mache ich schon mal kurz Punkt und übergebe wieder an Constanze Wimmer. Vielen Dank. Ja, wir wollen die Diskussion natürlich
so schnell wie möglich auch ins Publikum öffnen. Ich nehme an, Sie haben viele Fragen oder auch viele Statements, auch wenn Sie vielleicht nicht alle Jugendliche sind, die Sie da beitragen wollen. Ich habe das Privileg, die ersten Fragen stellen zu dürfen, keine Sorge, nicht zu viele. Mich interessiert jetzt natürlich nach Ihrem Vortrag besonders, natürlich ist jede Zeit anders und hat ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten gesellschaftlicher, politischer Natur, aber ist das nicht etwas, was immer schon so war, dass die Erwartungen der Erwachsenen nicht erfüllt werden von den Jugendlichen, bis die Jugendlichen selbst Erwachsene werden und Erwartungen an die nachfolgende Generation stellen, die nicht erfüllt werden? Also ist das nicht etwas, was der Gesellschaft eben so immanent ist, so wie man erwachsen wird? Ja, also dass Jugendliche die Erwartungen der erwachsenen Generation nicht erfüllen, das ist nichts Neues. Was neu ist, ist, dass Jugendliche die Erwartungen der erwachsenen Generation ausblenden. Also ich sage, vor 20, 25, 30 Jahren hat man gegen die Erwartungen der erwachsenen Generation opponiert. Ja? Es gab den Generationenkonflikt, den gibt es heute nicht mehr. Ja? Wir haben unheimlich verständnisvolle Eltern, die in die Buchhandlung gehen und sich Ratgeberliteratur anschaffen und die kein Problem darin sehen, dass die 16-Jährige mit ihrem Freund im elterlichen Haushalt übernachtet, man frühstückt gemeinsam und tauscht sich aus und es wirkt alles unheimlich harmonisch. Und fragt man die Jugendlichen dann, was könnten Erwachsene besser machen, sagen die zum hohen Prozentsatz, um die 80%, die könnten mal versuchen, uns zu verstehen. Ja? Das heißt, Jugendliche fühlen sich unverstanden, begehren aber nicht auf, ja? Sondern leben, wir sagen es, in der Gesellschaft der Gleichaltrigen. Sie ziehen sich zurück, ja? Leben in ihrem Umfeld, managen sich ihr Leben und lassen die Erwachsenen machen. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Entsolidarisierung will ich es nicht nennen, aber doch eine gewisse Entfremdung auch in der Generationenbeziehung, eine konfliktfreie Entfremdung. Ja? Und ich persönlich glaube ja, dass Konflikte durchaus auch Stoffe Nähe sein können. Also ich glaube, dass diese konfliktfreie Entfremdung hellhörig machen müsste. Ein zweiter Aspekt, der mir da immer wieder aufgestoßen ist, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Stadt und Land, also zwischen kleineren Orten, Jugendlichen, die in kleineren Orten leben, Jugendlichen, die in Wien leben, die in Linz leben, gibt es einen Unterschied oder ist es eigentlich eh alles gleich? In vielen für Jugendliche wichtigen Bereichen ist der Unterschied nicht so groß, wie man vermuten würde. Ja? Jugendliche am Land haben zwar generell nicht so breit gefächerte, coole Freizeitinfrastruktur, aber sie sind mobil. Ja? Sie setzen sich in den Zug oder bilden Fahrgemeinschaften, sofern ein Freund oder eine Freundin schon Führerschein hat und pendeln dann in den nächstgrößeren Ort und erleben ihre Freizeit nicht im Dorf, sondern eben eher in der Stadt. Ja? Sie sind natürlich auch über die neuen Medien, Internet vor allem, an die globalisierte Jugendkultur angebunden. Das heißt, sie wissen, was abgeht. Ja? Diese Dorftrinen, von denen wir oft sprechen oder über die man nachdenkt, die sehe ich im Jugendsegment nicht. Ja? Das, was wir am Land beobachten, ist, dass es teilweise noch eine sehr lebendige, traditionale Gemeinschaftskultur gibt. Das heißt, Vereine haben viel größeren Stellenwert als in der Stadt. Ja? Was Jugendliche am Land teilweise sehr gut schaffen, ist, dass sie diese traditionale Gemeinschaftskultur, die Vereinskultur, mit jugendkulturell unterwegs sein verbinden. Auch darin sehen Sie keinen Widerspruch. Also das ist typisch für Jugendliche, dass vieles mit vielem zusammengeht. Meine letzte Frage, bevor ich es jetzt dann öffnen werde, ist, also wenn es da schon keinen Unterschied gibt oder keinen großen, schwerwiegenden Unterschied gibt, entwickeln sich die Jugendlichen in Österreich anders als die Jugendlichen in Europa und dann noch einmal anders als in einer globalisierten Welt? Oder ist diese Frage jetzt zu groß? Die Frage ist sehr groß. Also ich würde mal sagen, Jugendliche in Deutschland und Österreich entwickeln sich in weiten Bereichen sehr ähnlich.
Jugendliche in Europa, in anderen europäischen Ländern und Österreich, da gibt es auch noch viele Berührungspunkte. Man muss einfach sehen, dass das Bildungssystem, die politische Kultur natürlich Unterschiede macht. Unterschiede beobachten wir, wenn wir über politischen Extremismus im Jugendsegment reden. Ja, den gibt es auch in Österreich, ja. Also heile Welt sind wir auch nicht, aber bekanntermaßen ist politischer Extremismus in Österreich eher schwach ausgeprägt und die Jugendlichen, die dazu tendieren, sind eher weniger radikal. Ja. Wenn es jetzt darum geht, Hausszene, Technoszene, Skateboarder-Szene, was auch immer, da gibt es kaum Unterschiede. Ja, das ist eine globalisierte Jugendkultur, die hohen Stellenwert hat, ich würde sagen, in der westlichen industriellen Welt. Ja. Jugendliche in Entwicklungsländern, das ist wieder ein anderes Paar Schuhe, das muss man ganz offen sagen. Aber auf der Lifestyle-Ebene kann man sicher sagen, dass es starke Anknüpfungspunkte zwischen Jugendlichen in Österreich, Deutschland, Frankreich, England, Amerika etc. gibt. Ja, wobei man natürlich sehen muss, dass die Jugend hier nach Lifestyle-Milieus segmentiert. Also es gibt diesen schon relativ abgelutschten Spruch, ein Hip-Hopper in Wien und ein Hip-Hopper in Berlin und ein Hip-Hopper in New York haben mehr miteinander gemeinsam als ein Techno-Freak in Wien und ein Hip-Hop-Freak in Wien. Ja. Gut, dann möchte ich jetzt sehr gerne an Sie weitergeben mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen dazu. Dieser Zugang der Jugendlichen zur Politik und die Haltung zur Politik, gibt es eine Entwicklung, die sich über Jahrzehnte hinzieht oder ist das eine Bestandsaufnahme? Oder kommt das alles vor 20 oder 40 Jahren ähnlich, anders? Oder wie war es damals? Könnte aus den heutig desinteressierten, politisch desinteressierten, punktuell interessierten Jugendlichen eine Generation heranwachsen, die sich vielleicht in 20 Jahren umso mehr engagiert? Ich versuche es nochmal, ob es funktioniert. Ja. Interessante Frage, die Sie stellen. Also grundsätzlich war es auch in der angeblich so politischen 68er Generation so, dass sich nur eine kleine Minderheit wirklich politisch engagiert hat. Ja? Das, was Unterschied zu heute ist, damals im Unterschied zu heute zu beobachten war, ist, dass dieses Engagement der kleinen Minderheit von einer breiten Mehrheit getragen wurde. Das heißt, es gab einen politischen Zeitgeist. Heute ist der Zeitgeist nicht primär unpolitisch, sondern sehr Institutionenpolitik kritisch, ja, und Institutionenpolitik kritisch bedeutet auch Institutionenpolitiker und Politikerinnen kritisch. Ja. Das, was wir heute beobachten, ist unheimlich stark ausgeprägte Kritik an der politischen Klasse. Ja. Und diese Kritik kann durchaus auch wieder Generationen einend wirken. Wenn Sie sich Stuttgart 21 anschauen, da ist schon so etwas in die Richtung abgegangen. Ja. Jetzt werde ich gerade aufgrund dieser Ereignisse immer wieder gefragt, wie schätzen Sie die Situation ein, wie wird sich das entwickeln? Dass die Jugendlichen, die heute sehr stark auf Distanz zur Institutionenpolitik gehen, übermorgen die politisch Engagiertesten sind, die man sich vorstellen kann, das sehe ich nicht. Ja? Ich glaube, dass die Jugendlichen sehr stark in die kleinen sozialen Welten zurückgehen. Und dass Politik dann eine Chance hat, wieder attraktiv zu werden, wenn es ihr gelingt, Wirkfaktoren in den kleinen sozialen Welten spielen zu lassen. Das heißt, Politik muss runtergebrochen werden auf den Alltag. Und es muss ersichtlich werden, was Politik bringt. Dann würden Jugendliche vielleicht auch mitmachen. In diesen traditionellen Strukturen, da sehe ich es nicht wirklich. Ja? Vielleicht noch ein Punkt, nur eine kurze Ergänzung. Gerade was wir bei Jugendlichen aus eher bildungsfernen Milieus beobachten, ist, dass sie sich von Politik auch wünschen, dass nicht nur Diskurskulturthema ist, also nicht nur die Kultur des besseren Arguments zählt, sondern dass Politik auch so einen gewissen Fürsorgefaktor mitbringt. Ja? Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass aus diesem Segment sehr viele Jugendliche zu FPÖ tendieren. Und wenn wir sehen, dass Hartz IV Strache zumindest für diese Jugendlichen glaubhaft vorgibt, sich um sie zu kümmern, wissen wir, wohin es geht. Ja?
Also was die Jugend braucht, wären Politiker, Politikerinnen, die sich um sie kümmern und sich ihrer Anliegen annehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, die wenigen Engagierten, die es gibt, ja, die müssen von der Institutionenpolitik natürlich auch gehört werden. Ja. Was wir beobachten, ist, dass sehr oft Verständnis signalisiert wird und dieses Verständnis bedeutet Vereinnahmung, also eigentlich mundtot machen und passieren tut wieder nichts. Ja. Und da war man einmal engagiert und man engagiert sich nie wieder. Ja, also umdenken, umlernen muss eigentlich die Institutionenpolitik. Ja, ich will an die politische Ebene anknüpfen. Wie sehen Sie oder haben Jugendliche geäußert, dass sie ein Jugendparlament haben möchten? Also in Deutschland ist es teilweise schon eingeführt, beziehungsweise in Berlin weiß ich es persönlich, ja. Wo, sage ich mal, aus bestimmten Schichten, also ein ähnliches Parlament entstanden ist wie, sage ich mal, das normale Parlament und Sie sozusagen Ihr Votum eingeben können an die einzelnen Parteien und diese Parteien dann sozusagen dieses Votum mit bearbeiten müssen. Also es ist nicht nur so, dass Sie irgendwie sagen, okay, wir machen es, sondern wirklich ein Müssen und die Jugendlichen ernst genommen werden oder wurden. Also ich kann es aus Erfahrung sagen. Also ich kann es mal so sagen, Jugendliche würden sehr stark dafür eintreten, dass es Sanktionsmaßnahmen gibt, wenn Politiker, Politikerinnen Versprechen machen, die sie nicht halten. Ja? Und Politiker, Politikerinnen machen Jugendlichen sehr viele Versprechen, die sie nicht halten. Ich sage es mal so frech. Jugendparlament ist wieder eine andere Geschichte. Jugendparlament ist interessant für die bildungsnahen Milieus. Die bildungsfernen Milieus kriegen es da im Regelfall nicht rein in so ein Modell. Ja. Ich persönlich halte es für problematisch, wenn die bildungsferneren Milieus nicht repräsentiert sind, weil die bildungsnahen Schichten können für die bildungsfernen nicht sprechen. Wir sehen, dass die Jugendlichen, die im bildungsnahen Milieu zu Hause sind, überhaupt keinen Einblick haben, wie Jugendliche leben, die eher aus bildungsfernen Milieus stammen und umgekehrt. Ja. Das ist jetzt nicht ein unsolidarisches Denken, sondern ein Nichtwissen, was dort abgeht. Und wie wollen dann die Bildungsnahen, die Bildungsfernen repräsentieren? Darf ich kurz ergänzen? Also ich war 9 Jahre in Berlin Politikerin und da ist es so gewesen, dass wir das in den 90er Jahren dann eingeführt haben und die wurden aus den Schulen gewählt von ihren Mitschülern, Mitschülerinnen und dementsprechend also hineingeordert sozusagen und hatten dann so die Funktion in die Schule halt ihre Meinung, beziehungsweise das, was im Parlament gelaufen ist, beziehungsweise andersrum die Sachen, die Sorgen, Probleme ins Parlament mitzubringen. Und wir hatten, muss ich sagen, eine gute Mischung drin. Sage ich jetzt als Beispiel nur, weil, also ich weiß es selbst, ja, man hat meistens die oberen Schichten, die sich artikulieren können, die gut schreiben können etc. und die anderen brechen weg. So, die haben aber auch ihre Probleme. Also normalerweise komme ich aus dem Jugendbereich, deshalb weiß ich es. Und für mich ist Integration, sage ich mal, oder Inklusion immer wichtig, ja, alle mitzunehmen ins Boot. Und wir haben es probiert. Ja, das Problem, das Sie haben, ist, dass wenn Sie jetzt so ein Konzept fahren, Sie vor allem AHS-Schüler, AHS-Schülerinnen ansprechen würden. Also wenn ich jetzt aufs österreichische Bildungssystem hindenke. Schon ein bisschen weniger erreichbar wären wahrscheinlich BHS, BMS, Schüler und Schülerinnen. Berufsschüler, Berufsschülerinnen würden sie kaum erreichen, weil die nur einmal die Woche in der Schule sind, ja? Und die Lehrbetriebe es wahrscheinlich auch schwer haben würden, die Leute beliebig freizustellen. Und gerade die Berufsschüler und Berufsschülerinnen sind diejenigen, die man weder mit politischer Bildung erreicht, noch mit konkreten politischen Angeboten. Also es sind junge Leute, die einen Bedarf gegenüber der Politik haben, die sich aber nicht repräsentiert sehen. Und die sagen, der Einzige, der für mich ist, ist HC. Ja? Ja. Bitte läuft einen Moment. Diese Problematik sehe ich. Weitere Fragen und Anmerkungen, bitte. Ich würde meinen, die Jugend von heute ist viel politischer als noch vor 15, 20 Jahren. Würden Sie das unterstreichen? Sie ist politisch informierter. Durch die neuen Medien natürlich. Durch die Medien, aber sie ist deshalb auch Institutionenpolitik verdrossener. Also das wage ich mal zu behaupten. Wo ich da nicht immer nur die hohe Politik meine, sondern auch im kleinen Bereich, nicht nur die Politik in Wien sozusagen. Sie sprechen jetzt gesellschaftspolitische Thematiken an.
Wir haben letztes Jahr eine große Studie durchgeführt, wo es darum ging, auszuloten, was Jugendliche unter Politik und was sie unter Gesellschaftspolitik verstehen. Mit Politik assoziieren sie die Institutionenpolitik, Politiker, Politikerinnen, Koalition, Regierung, Streit, leere Versprechen, so etwas kommt da. Ja? Und die Spontanassoziation ist einmal ganz stark fad, langweilig, ja? Hat mit meinem Leben nichts zu tun. Wenn man dann fragt, was versteht sie unter Gesellschaftspolitik, kommt so ein Kunterbund. Ja? Die bildungsnahen Milieus tendieren zu sachpolitischen Themen, die ihnen wichtig sind, ja? Wo man durchaus eine gesellschaftspolitische Komponente auch festhalten kann. Und bei den Bildungsfernen kommt allerlei, also die assoziieren mit Gesellschaftspolitik Politik, die für meine Gesellschaft, wie man so schön sagt, für meine Freunde, für mein soziales Umfeld gemacht wird. Also da haben wir wieder diesen Care-Faktor, diesen Fürsorge-Faktor. Und da kommen dann auch so Assoziationen wie Weltuntergang 2012. Jetzt kann man sagen, okay, Weltuntergang oder Zukunft unserer Erde hat auch einen gesellschaftspolitischen Aspekt. Aber natürlich, wenn das wirklich so kompakt formuliert wird, das, was mir als erstes zur Gesellschaftspolitik einfällt, zu dem Wort, ist Weltuntergang 2012. Und denkt man halt im Regelfall als erstes an einen Hollywood-Schinken. Ja? Also das heißt, es ist relativ schwierig, mit dem Vokabular, das uns geläufig ist, mit Jugendlichen über politische Themen zu sprechen, vor allem mit Jugendlichen, die nicht in den privilegiertesten Milieus zu Hause sind. Dass sie aufgrund dessen unsolidarisch wären oder für gesellschaftspolitische Themen nicht zu erreichen wären, sehe ich nicht. Ja? Also sagt wiederum, wir müssen umdenken. Ja? Ich muss noch einmal ganz kurz darauf bleiben. Würde das oder könnte das bedeuten, dass man dass politische Parteien zum Beispiel Jugendliche erreichen könnten, indem sie ihre eigene Politik regionalisieren? Indem sie sagen, ich gehe aufs Kleine runter, wenn es also das Große und Ganze nicht gewollt wird, sondern das Kleine, das ein konkretes Ziel verfolgt, sagen wir, wenn jetzt die SPÖ sagt, ich werfe mich verstärkt auf Ortsgruppen, auf Kretzelgruppen, keine Ahnung, ja, um auf diese Art und Weise die Jugendlichen zu politisieren. Könnte das funktionieren, aufgrund dieser Erfahrung? Also, dass das Nahräumliche zieht, das ist ja nichts Neues. Ja? Also, wir wissen, die Bereiche, also der Bereich, der am attraktivsten ist in der Politik, ist der kommunalpolitische Bereich. Da kennt man die Leute, da weiß man, wie sie handeln, da kann man es bewerten, ja? Da kann man konkret drüber sprechen, da sieht man, was passiert, man kann sich auch ein bisschen einmischen, man weiß, an wen man sich wendet. Ja? Regionalisieren der Politik, ich glaube, das ist ein einfaches Schlagwort. Man muss sich fragen, ob die Funktionäre und Funktionärinnen, die in den Ortsgruppen tätig sind, attraktive Dialogpartner oder Vorbilder oder was auch immer für Jugendliche sein können. Ja? Ein Kernproblem der institutionellen Politik ist, dass die Leute uncool sind. Ja? Und dass die coolen Leute, also die, wo die Jugendlichen sagen, die wären cool, meist nicht allzu lang überleben in der institutionellen Politik. Ja? Das ist die Geschichte. Ja? Jetzt in den nahräumlichen Bereich zu gehen, ist sicher eine gute Idee, aber mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Angeboten, mit den richtigen Konzepten. Ich darf mich kurz mit einer Frage dazwischen schummeln und dann sind gleich Sie dran. Sie haben ja auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Die neuen Vorbilder der Jugend, Stil und Sinnwelten im neuen Jahrtausend. Könnten Sie dann nur so ganz kurz schildern, wer sind denn dann diese Vorbilder? Vorbilder der Jugend funktionieren nicht so, wie wir Erwachsene uns das vorstellen. Also jetzt muss ich ganz ein bisschen ausholen. Die Vorbildorientierung ist ein Thema, das die Jugendforschung ja schon Ewigkeiten beschäftigt. In den 50er Jahren wurde die erste große Shell-Jugendstudie durchgeführt. Da hat man es erstmals gesagt, man muss sich anschauen, wie Jugendliche denken. Und klarerweise waren Vorbilder damals schon Thema. Damals hat man gesehen, dass die Jugendlichen gesagt haben, der Vater ist das Vorbild, die Mutter ist das Vorbild, der Lehrherr ist das Vorbild oder der Lehrer, die Lehrerin in der Schule ist das Vorbild. Ja? Wenn es heute ein oder zwei Jugendliche finden, die sowas sagen, können sie schon glücklich sein. Ja? Jugendliche pfeifen auf Vorbilder. Ja? Sie sagen, Erwachsene sind nette Menschen, meine Eltern mag ich gern, aber so werden wie sie möchte ich nie. Ich möchte nicht in die Schuhe meiner Eltern treten und ich möchte auch nicht in die Schuhe meines Lehrherrn treten. Ich möchte was Eigenes sein.
Ja? Also sie versuchen sich selber zu finden und sie lassen sich, sie suchen sich nicht eine Person als Vorbild, sondern lassen sich von vorbildlichen Eigenschaften inspirieren. Und die holen sie sich sowohl, diese vorbildlichen Eigenschaften finden sie sowohl im Nahbereich als auch in der Popkultur. Ja? Und sie basteln sich da sozusagen ihr Vorbildmodell zusammen. Ja? Das Wort Vorbild ist ganz was Böses bei Jugendlichen, weil sie zu Recht sagen, Vorbild klingt nach Erziehungsmaßnahme. Ja? Bitte. Ich möchte kurz das Thema Integration, Migration ansprechen. Sie haben ja gesagt, das ist ein wichtiges Thema, wie diese Befragung in Wien gezeigt hat und auch viele andere Jugendstudien, dass sich die Jugendlichen Schutz vor Überfremdung oder was immer dann die Begriffe sind, wünschen. Meine Frage zielt dahingehend, gibt es aus Ihrer Sicht wesentliche spezielle Unterschiede zwischen den Jugendlichen mit migrantischem Hintergrund, das sind, glaube ich, österreichweit rund 17%, und der sogenannten autochthonen Bevölkerung, also quasi einheimischen, und den migrantischen Jugendlichen. Was sind die großen Unterschiede? Und gleichzeitig gibt es auch aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sicht verbindende Elemente, die man verstärkt nutzen sollte, gemeinsame jugendkulturelle Aspekte oder was immer es hier an Werthaltungen, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten gibt? Zum einen möchte ich sagen, dass es die migrantische Jugend nicht gibt. Ja? Es gibt unterschiedliche Migrationsmilieus und wenn wir jetzt über Migrationskonflikte reden, dann muss man ganz offen sagen, reden wir im Regelfall über Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund. Ja? Das ist zweifellos auch eine große Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Österreich. Was wir bei Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund beobachten, ist, dass die teils durchaus zwischen den Welten leben. Ja, also sie kommen, gerade wenn die Eltern eher bildungsfern sind, aus bildungsfernen Milieus stammen, aus sehr traditionalen Kulturen und müssen dieses Herkunftsmilieu mit dem, was sie hier als jugendkulturell State of the Art erleben, in Verbindung bringen oder in Ausgleich bringen. Ja? Und sie machen das nicht immer in einer Art und Weise, wie es von Jugendlichen, deren Eltern und Großeltern schon hier geboren sind, kodiert wird. Wobei man ganz offen sagen muss, dass es diese Migrationskonflikte, über die wir sprechen, primär in den bildungsfernen Milieus gibt. Ja, die sind dort zu beobachten, das steht außer Streit. Man muss sich fragen, warum gibt es die dort? Ja, das sind Jugendliche, die wenig Chancen in der Gesellschaft haben. Ja, ob Migrationshintergrund oder nicht, sie stehen allesamt eher auf der Verliererinnen-Schiene. Ja, und in diesem Milieu gibt es einen gewissen Verdrängungswettbewerb. Ja, und das ist, glaube ich, so der zentrale Punkt. Ich glaube, dass die Migrationskritik oder die Ausländerfeindlichkeit oder wie immer man es nennen möchte, bei bildungsfernen Jugendlichen, deren Eltern und Großeltern bereits in Österreich geboren sind, nicht so ausgeprägt wäre, wenn sie für sich mehr Chancen entdecken könnten. Ja? Und da gibt es natürlich so im Alltag Missverständnisse, Irritationen, die oft nicht thematisiert werden dürfen. Also was wir beobachten ist, dass türkischstämmige Jugendliche und nicht türkischstämmige Jugendliche, und das betrifft dann genauso die polnischen Jugendlichen, ja, eine ganz andere Konfliktkultur haben. Ja. Wir beobachten, dass viele Mädchen sich vor türkischstämmigen Jungs fürchten. Ja. Die sagen, da gibt es immer Zoff, weil wenn irgendetwas anliegt, dann kommt die ganze Community. Ja, also das heißt, da muss man einfach sehen, das ist eine Clan-Struktur, die Familie hält zusammen. Wenn jetzt zwischen einem nicht türkischstämmigen Mädchen und einem türkischstämmigen Mädchen ein Konflikt anliegt, ja, kommt das türkischstämmige Mädchen mit ihrem Bruder und ihrem Onkel oder ihrem Cousin und dann wird verhandelt. Ja. Und das nicht türkischstämmige Mädchen, dessen Eltern und Großeltern in Österreich geboren sind, das ist gewohnt oder hat gelernt oder dem wurde nahegelegt, dass es eigentlich mit 16, 17 Jahren schon selber so kleine Konflikte handeln können sollte. Ja? Und die steht dann aneinander und fühlt sich unwohl. Ja? Also das heißt, wenn man das sieht und auch ansprechen darf, dann kann man sicher durchaus ansetzen. Ja?
Aber jetzt einfach mal so Faserschmeichler weich drüber zu wischen und das dann vom Tisch zu haben, das sehe ich nicht. Ja? Machen Sie sich ja ähnlich Sorgen? Also so zusammenfassend, weil man könnte ja auch sagen, vielleicht klagen wir nur auf hohem Niveau und es geht eh alles so seinen Lauf und so, es brennen ja nicht die Vorstädte oder so wie in Zürich oder in Paris damals mit den Banlieues. Ich sage es mal so frech, als Sozialforscherin macht man sich nicht Sorgen, man beobachtet und versucht das, was man sieht, zu vermitteln. Ja? Sorgen machen sollen sich die Politiker, Politikerinnen, die Eltern, die Lehrer, Lehrerinnen, diejenigen, die mit Jugendlichen arbeiten. Ja? Ich glaube, sich hinter Sorgen zu verschanzen, bringt überhaupt nichts. Ich glaube, man muss hinsehen und sich einfach den Realitäten stellen. Man muss sich auch eingestehen, dass man Jugend nicht umdrehen kann. Warum sollte man auch? Ja? Wenn Jugendliche jetzt hergehen würden und sagen, wir wollen euch umdrehen, würden wir uns das gefallen lassen? Ja? Ich glaube, man muss in der Lage sein, sich immer wieder auf neue Ausgangslagen zu konzentrieren und damit umgehen zu lernen. Und das ist eigentlich das Spannende. Also das hält das Leben in Bewegung. Ja? Und da gibt es einen wunderbaren Satz von Niklas Luhmann, der mal meinte, es gibt keine Probleme, es gibt nur deren Lösungen. Und die Lösungen, die sollten wir, wenn uns Jugend wirklich am Herzen liegt, in einem respektvollen und anerkennenden Dialog mit der Jugend finden. Ja? Und uns bei der Nase nehmen und ein bisschen selber mal zurücksetzen. Vielleicht nicht ganz so wichtig nehmen, wie wir es gerne tun. Ja, bitte. Diese unheimlich verständnisvollen Eltern, sind die den Jugendlichen fad? Erwachsene sind überhaupt grundsätzlich eher fad. Also ich sage es mal so. Es stimmt schon, wenn man zu verständnisvoll ist, ist man auch gleichzeitig zu lieb und zu lieb ist zu fad. Ja? Cool ist das, was eher ein bisschen kantig ist und was schrill ist. Ja? Ich frage mich nur, dürfen Eltern nicht auch fad sein? Also ich glaube, dass es auch fatal ist, jetzt lauter schrille, kantige Eltern zu produzieren. Ja? Ich glaube, das ginge auch nach hinten los. Ja? Also ich glaube, Eltern dürfen auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie fad und einfach lieb sind, ja, und dass sie ihre Kinder gern haben und dass sie manches nicht verstehen. Ich glaube, das wäre schon, da wären wir schon einen Schritt weiter. Ja. Uni brennt. Wie ich dazu stehe. Wie sehen Sie das? Ne, wir haben, als die Uni-Proteste ihren Anfang nahmen, eine Umfrage gestartet unter den Audimax-Besetzern, also eigentlich der Protestelite, und haben dann 2-3 Wochen später österreichweite Repräsentativstudie nachgeschossen. Ja? Also so gesehen kann ich sagen, das Thema liegt uns sehr am Herzen und ich kann auch sagen, warum. Wir sind eine ältere Generation. Ja? Also das Kernteam, ja, hat in den 80er Jahren studiert. Mein Kernteam hat in den 80er Jahren studiert. Wir haben junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die jetzt noch studieren, aber die älteren Semester haben alle in den 80er Jahren studiert und da wurde auch sehr viel über Universitätspolitik gesprochen. Und da war es auch mal der Fall, dass die Wiener Studierenden in einer riesengroßen Demo durch Wien marschiert sind. Ja. Grundsätzlich haben wir auch versucht, diejenigen, die sich engagieren, zu unterstützen, indem wir einfach gesagt haben, den Medien, die bei uns angefragt haben, gesagt haben, es ist ein legitimes Recht, auf Missstände aufmerksam zu machen und diese Leute müssten gehört werden. Was wir beobachten konnten, war, dass von politischer Seite sehr bald Verständnis signalisiert wurde und dass dieses Verständnis wieder mal Pseudo-Verständnis war. Also es hat sich nichts bewegt. Und sobald dieses Verständnis irgendwie glaubhaft vermittelt war, ist der Protest auch in sich zusammengebrochen. Was wir weiters beobachtet haben, was für uns interessant war, dass wir da dieses individualisierte Engagement plötzlich mal sehr populär hatten. Also das heißt, in Wien zumindest ging die Initiative nicht von der ÖH aus, sondern das waren eher informelle Gruppen. Und die haben sehr basisdemokratisch
gearbeitet. Ja? Die haben Zeitung gemacht und Suppenküche gemacht und alles Mögliche. Ja? Und haben auch den Lifestyle-Faktor reingebracht und haben sich dafür eingesetzt, dass die Sandler, die im Herbst und Winter einfach nicht wissen, wo sie schlafen sollen, weil es unheimlich kalt ist in Wien, so wie auch hier, ja, im Audimax übernachten lassen. Ja. Für uns war das spannend zu beobachten. In kürzester Zeit hat sich dann allerdings gezeigt, dass dieses informelle Engagement, dass diesem informellen Engagement die organisatorische Basis gefehlt hat. Also ich glaube, wenn das eher in einer Organisation passiert wäre, ja, wenn das stärker über die ÖH strukturiert gewesen wäre, wäre es der Politik nicht so leicht gefallen, den Protest abzustellen. Ja. Und da sieht man halt auch wieder die Probleme, die auftauchen. Wir haben politisch interessierte, aktive, engagierte junge Menschen, die überhaupt keine Anschlussfähigkeit an die institutionellen Strukturen haben und umgekehrt. Ja. Und institutionelle Politik hat meiner Meinung nach wenig Bereitschaft und wohl auch zu wenig Kompetenz oder zu wenig Einblick, um sich auf diese neuen Formen des Engagements einzustellen. Die wollten ja auch immer mit der ÖH verhandeln. Ja. Also da sieht man, was abgeht. Bitte, haben Sie ein bisschen in die Jugend hineingehorcht, wie sie zum Anti-Atom-Volksbegehren, was derzeit läuft, also genauer gesagt ist das, glaube ich, ein Begehren auf den Austritt Österreichs aus dem Euratom-Vertrag. Da habe ich keine Daten. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben vor 2 Jahren schon mal diese, also eigentlich politische Symbole aus den 80er Jahren in Gruppendiskussionen vorgelegt und wollten dann wissen, was Jugendliche damit assoziieren. Und da war natürlich diese Atomkraftgeschichte auch ganz, ganz was Heißes. Also da haben wir Sticker zum Beispiel vorgelegt, wo drauf gestanden ist, Atomkraft, voll Teufel. Ja? Und das macht einfach überhaupt kein Bild. Ja? Also... Haben das die Grünen initiiert, dieses jetzige, also das ist, das Euratom, ist es ein Volksbegehren oder ist es nur eine Volksbefragung? Ich weiß es nicht. Das ist kennzeichnend. Ich weiß es nicht. Ja. Für das Thema. Also ich glaube, mit wenig Aufmerksamkeit dem Thema geschenkt wird. Dass diese Atomkraftgeschichte etwas ist, was in Deutschland involviert, ja, wo man natürlich auch den Protest auf den Straßen, auf den Bahngleisen hat. Ja. In Österreich ist das nicht wirklich so gegenwärtig, ich sag's mal so. Ja. Schaut so aus. Ja. Ja. Wie kreislich das Volk befragt hat über die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes Zwentendorf, da war ich schon vier Jahre lang mit einem technischen Studium fertig. Das war zwar Vermessungswesen, aber so am Rande haben wir schon einiges aus Physik auch gelernt. Nur habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig in die Materie vertieft, um die ja, aus meiner heutigen Sicht bedrohliche Seite dieser Energieform entsprechend wahrzunehmen. Und habe als halbwegs Technikgläubiger für die Inbetriebnahme von Zwentendorf gestimmt. Dann ist 16 Jahre später, während einer schönen Wanderung mit einem alpinen Verein, Tschernobyl, passiert. Und seither bin ich sehr skeptisch gegenüber dieser Energieform. Ungefähr so wie ich glaube, das führt uns ein bisschen weit von unserem Jugendkulturthema, aber es ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Wäre für die Jugend ein wichtiges Thema, ist aber zu wenig artikuliert worden. Da hinten gibt es noch eine Frage. Wie sieht das musikalische Spektrum von Jugendlichen aus Ihrer Sicht aus? Also die Vorlieben im Musiksektor? Haben Sie da Untersuchungen oder Informationen? Ja, es wird immer wieder abgefragt, welche popkulturellen Musikstile im Trend liegen. Wenn Sie so in Richtung Klassik denken, und jetzt schaue ich einfach mal zu Frau Wimmer, ich sage es ganz offen, Klassik erreicht ein ganz kleines, wirklich ein marginales Segment. Ja. Also sehr bildungsnahe Jugendliche, die in
musikaffinen, klassisch, also an klassischer Musik interessierten Elternhäusern sozialisiert sind. Das muss man ganz offen sagen. Ja. Aber das führt mich vielleicht zu einer zweiten Frage. Wer fragt denn überhaupt Ihre Studie nach? Weil ich denke mir, wenn popkulturelle Interessen der Jugendlichen nachgefragt werden, dann liegt ja auch ein kommerzielles Interesse dahinter. Wie steht denn so überhaupt, also sind das eher politische Parteien, öffentlich-rechtliche Sender oder eben Interessensgemeinschaften, die nachfragen, wie denn die Jugendlichen so ticken oder eher kommerzielle Anbieter, die eben wissen wollen, wie sie sich gut am Markt platzieren können? Also generell in der Jugendforschung sowohl als auch. Was uns betrifft, wir sind ein nicht kommerzielles Institut. Ja? Also wir arbeiten nicht für Universal. Ja? Aber klarerweise macht Universal Music auch Trendforschung, Marktforschung. Wir arbeiten für Non-Profits und Social-Profits im Bereich Jugendarbeit, Jugendpolitik, das ist unser Schwerpunkt. Das heißt, Ministerien, die mit Jugendthemen befasst sind, Landesjugendreferate haben wir schon, der Herr Anreiter hat leider schon gehen müssen, also Landesjugendreferate natürlich auch ein wichtiger Bereich, sei es jetzt im Bereich der Fortbildungsarbeit oder in der Forschung, Jugendorganisationen, offene Jugendarbeit, was immer es da gibt, Bildungseinrichtungen, das sind diejenigen, die bei uns beauftragen. Ja. Geht Ihnen da eigentlich jemand ab, also wo Sie denken, die sollten sich doch dafür interessieren, die sollten doch bei uns mal eine Studie nachfragen und fragen aber nicht? Nein, man muss immer fragen, warum fragen Sie nicht? Wollen Sie nichts wissen? Glauben Sie, dass Sie eh schon alles wissen? Haben Sie keine Kohle? Sind Sie beim Mitbewerber, beim Konkurrenzinstitut? Also es gibt viele Gründe, irgendwo nicht nachzufragen. Ja? Ich glaube, prinzipiell wäre es sinnvoll, dass generell quer durch die Bank im kommerziellen und im nicht kommerziellen Bereich auf Jugend hingehört wird. Ja. Ich sehe nur ein ähnliches Phänomen, wie ich auch, dass ich auch im Bereich der praktischen Arbeit mit Jugendlichen beobachte, die Budgets sind sehr gering. Ja. Sie haben vorhin angesprochen, die Shell-Jugendstudien, die seit den 50er Jahren vom Ölmulti Shell gefördert werden. Ja. Das prominenteste Forschungsprojekt im deutschsprachigen Raum, ich sage es ganz offen, und ein kommerzieller Hintergrund, also ein Multi, der sagt, ich mache nicht Kultursponsoring und nicht Sportsponsoring, ich mache Jugendsponsoring, finde ich ein sehr interessanter Ansatzpunkt. In Österreich gibt es sowas leider nicht. Die Leute, die bei Shell sitzen, haben natürlich die Kohle für derart große Projekte und die haben auch Interesse, die Studienergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Vielleicht eine kurze Info, wie die Shell-Jugendstudien passiert sind, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, solche Studien durchzuführen. In den 50er Jahren hat man sich massiv darüber Gedanken gemacht, was mit Jugendlichen passiert, die im NS-Regime geboren wurden. Ja, die haben ihre frühkindliche Sozialisation in einer Diktatur erlebt, in einer menschenverachtenden Diktatur, und jetzt wollte man wissen, wie das langfristig wirkt. Ja, und da hat es eben einen Vorstandsvorsitzenden gegeben, der das Jugendwerk der deutschen Shell gegründet hat und gesagt hat, da muss man Jugendarbeit machen und man muss eigentlich sowas wie Faschismusprävention betreiben, und dann sind sie draufgekommen, damit man das überhaupt machen kann, braucht es mal Daten, die am Tisch liegen. Ja. Die Rahmenbedingungen sind heute andere. Ja, Gott sei Dank ist das NS-Regime lange her, aber trotzdem braucht man in vielen Bereichen einfach Daten, die am Tisch liegen, um so etwas zu machen, was man gemeinhin auf EU-Ebene wissensbasierte Politik nennt. Ja, weil die Alternative ist einfach mit normativem Denken, mit Wunschvorstellungen an eine Zielgruppe, einer Bevölkerungsgruppe ranzugehen. Das betrifft jetzt sowohl Jugendliche als auch, was weiß ich, über 80-Jährige. Ja. Eine Frage, bitte. Facebook, Stichwort, vor einem Jahr hätte ich meine eigene Frage noch nicht verstanden zu dem Thema. Gibt es da schon Untersuchungen, wie viel Zeit darauf im Schnitt verwendet wird, wie viele Zugriffe täglich, beziehungsweise welchen Stellenwert Facebook im Leben der durchschnittlichen Jugendlichen hat? Großen Stellenwert. Also gerade bei den unter 20-Jährigen. Ja, da unter? Haben Sie bei den unter 20, ja. Also bei den Jungen. Mhm. Ja.
Und da ist interessant zu beobachten, dass Mädchen und Jungs gleichermaßen partizipieren. Also bei den neuen Technologien hieß es ja immer, die Jungs haben die Nase vorne, ja? Und es ist ein bisschen immer noch so, ja? Also was beispielsweise Computerspiele betrifft oder YouTube-Geschichten, die total populär sind, das ist eher so jungsneu. Facebook ist anders, da geht es um Kommunikation, da geht es um Selbstausdruck, da geht es um sich präsentieren und sich austauschen, schauen, was im Netzwerk läuft. Das ist für Mädchen genauso attraktiv und es ist von den technischen Voraussetzungen natürlich einfach. Daten, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie oft Jugendliche zugreifen, dann möchte ich Sie auf einen Download auf unserer Homepage verweisen, www.jugendkultur.de, da haben Sie, schauen wir mal, ich gebe Ihnen dann meine Karte, so macht man das. Da gibt es einen Download-Bereich, wo eine Studie als Download zur Verfügung steht, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde, die wir für SEFA Internet durchgeführt haben, beispielsweise ein Auftraggeber. Ja. Wo untersucht wurde, ich glaube 11 bis 18 oder 11 bis 19-Jährige, das hat der Kollege von mir gemacht, in einem Rahmen einer quantitativen als auch qualitativen Untersuchung, wie Jugendliche mit Facebook umgehen. Und da haben wir dann auch die Zugriffszahlen. Also und Ihre Einschätzung noch eher eine Bereicherung oder, also ich habe den Eindruck, wir haben teilweise einen unglaublichen Stress. Fahren Sie einmal Ski mit ein paar jungen Leuten, wie die da mit ihrem Essen unwahrscheinlich. Ja. Für uns wäre das ein Stress. Naja, für mich wäre es genau. Aber wie geht es dir denn wirklich? Auch die Entspannung, kann ich mich überhaupt da mal abmelden für 24 Stunden? Oder bin ich da schon gestorben? Das will man auch. Ja, aber ich habe immer so den Eindruck, wie können Sie nicht entspannen? So im Blätterschatten träumend liegen, ja, so kennen die das überhaupt noch. Ich muss Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Wir hatten vor einem 3-4 Jahren einen Workshop, wo es auch genau um dieses Thema ging. Und da hat eine Workshop-Teilnehmerin dann ihre privaten Sorgen auf dem Tisch ausgebreitet. Sie hat gesagt, sie kann sich nicht entspannen. Ja? Und sie hat einen 17-jährigen Sohn, dem sie schrecklich leid tut. Und er hat sie jetzt mal abends an den Esszimmertisch gesetzt und hat gesagt, Mama, reden wir jetzt mal. Du kannst dich einfach nicht entspannen. Da müssen wir eine Lösung finden. Und sie hat gesagt, ja, was würdest du mir vorschlagen? Und er hat gesagt, du, wenn du nicht einschlafen kannst, warum ziehst du nicht wieder an und gehst ins Fitnesscenter? Jetzt gibt es schon so viele Fitnesscenter, die 24 Stunden offen haben. Ja? Also das heißt, dieses Konzept Entspannen, das wir haben, ja, also jetzt sich zurücklehnen, noch ein gutes Buch lesen, dann schön einschlafen können, das ist was total Fremdes. Ja. Da zieht man sich an, wenn man sich nicht entspannen kann, geht ins Fitnesscenter, setzt sich aufs Radl und radelt so lang, bis man jetzt, was weiß ich, was los ist. Ja. Und dann ist halt 2 in der Früh, dann kann man schon schlafen. Ja. Und genauso ist es bei Facebook. Also, ich sage ganz offen, ich kann das auch nicht. Ich sage, für mich ist das alles zu viel Kommunikation, vor allem Kommunikation, wo mir die inhaltliche Substanz fehlt. Und ich habe einen Forschungsassistenten, der ist 24 und der ist total technologieaffin. Wenn er in der Früh ins Büro kommt, steigt er auf Facebook ein und sagt, ich bin jetzt da und schon wieder im Büro. Ja? Und auf Nacht meldet er sich ab. Und ich lasse ihn halt und manchmal schaue ich halt über die Schulter und sage, ist dir das nicht zu blöd? Und er sagt, das gehört dazu. Er sagt, na warum? Ja? Und ja, soll sein. Es tut mir nicht weh, wenn er das braucht. Ja? Es ist, glaube ich, eine andere Kultur, darauf müssen wir uns einstellen. Aber es ist keine Gefahr. Naja, das, was ich beobachte, ist, dass Jugendliche Informationsüberflutet sind. Ich spreche jetzt vom Suchtfaktor. Ich spreche jetzt wirklich davon, was passiert jetzt mit jemandem, der aus irgendeinem Grunde 3 Wochen dann nicht dazu kann. Da sind wir wieder bei der Erfolgsgesellschaft. Also es ist, gehört heute dazu, dass man connected ist. Ja? Und wenn wir uns ehrlich sind, wir müssen im Beruf eigentlich auch connected sein. Ja, ich bin ja auch dabei, aber ich war ja selbst so erschüttert, was da mit einem passiert. Ja, das ist ja fürchterlich. Also ich glaube, dass wir, die wir schon ein bisschen älter sind, das Ganze ernster nehmen. Und wenn man es ernster nimmt, ist, glaube ich, die Suchtgefahr stärker gegeben. Ja? Beispielsweise Handynutzung. Ja? Wenn Sie mich am Handy anrufen und ich hebe nicht ab und ich sehe Ihre Nummer am Display, dann rufe ich als erstes im Büro an, ob für mich ein Anruf war und ob irgendwas war, weil mir hat niemand auf die Mailbox gesprochen und ich wäre ganz hektisch, weil es könnte was Wichtiges gewesen sein. Ja? Jugendliche haben wahrscheinlich 15 Nummern am Display und wenn sie Lust haben, rufen sie zurück und sonst nicht. Ja? Sonst buchen sie es einfach aus. Ja? Und diese Fähigkeit habe ich zum Beispiel nicht. Ich mache mir einen Stress.
Ja? Also das heißt, ich glaube, Jugendliche können diese Dichte der Information oder die Dichte der Kommunikation besser managen. Ja? Da haben sie uns was voraus. Was ich glaube nicht so können, in diesem Kontext der wachsenden Informationsüberflutung sich längerfristig auf was fokussieren. Und da sehe ich nicht nur die neuen Medien als Problem, ich sehe ja sehr stark das Bildungssystem als Problem. Also Bildungssystem produziert fragmentiertes Wissen. Fragmentiertes Wissen, das nicht mehr in ein Ganzes zusammengesetzt werden kann. Und da sage ich halt, wer braucht diese Leute, nur fragmentiert denken am Arbeitsmarkt? Ja, und auch die Unterscheidung wichtig, unwichtig. Also ja, Prioritäten setzen, Zielorientierung. Wenn ich SMS habe, dann ist vielleicht das 16. ein ganz wichtiges und die anderen sind eh nur Sitze beim Zahnarzt oder so. Aber wenn Sie sich halt, also da sind wir wieder bei den Uni-Protesten, da sind wir bei Bologna, was mich irgendwie so verblüfft hat, dass Bologna gar nicht so ein Thema war, zumindest bei der breiten Mehrheit. Klarerweise, die heute Jungen, die mit Bologna studieren, wissen nicht, wie es vor Bologna war. Und die sind es einfach gewohnt, ein Punktesystem, also ich weiß nicht, ob es auch in Linz so ist, in Wien ist es so, dass man Punkte setzt. Ja? Man setzt Punkte auf verschiedene Lehrveranstaltungen. Wenn das Kontingent aus ist, hat man verspielt. Ja? Also man spielt eigentlich um sein Pflichtseminar oder um sein Wunschwahlfach. Und wenn das nicht krank ist, und die Leute kommen zu mir ins Seminar und sagen, sie haben nur mal so und so viele Punkte, oder sie haben noch so und so viele Punkte übrig, und das ist das Erste, wo ich nicht mit kann, und dann sagen sie, warum kriegen wir da eigentlich in ihrer Lehrveranstaltung nur so und so viel ECTS, wo das so viel Arbeit ist? Und da sage ich, das haben sich die jungen Leute nicht ausgesucht. Das ist ein System, das man ihnen vor die Nasen knallt. Dankeschön. Die letzten Fragen. Bitte schön. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Wertestudie, wo dann immer herauskommt, dass Arbeit und sichere Arbeitsplätze und ein sicheres Einkommen ein wichtiger Wert oder wenn es einer der wichtigsten Werte für Jugendliche sind. Also wenn ich da jetzt mit meinen Neffen spreche, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das einer seiner wichtigsten Werte ist, sondern dass er das eher am Sonntag beim Familientisch vielleicht sagen würde oder ansonsten nicht. Ich wollte noch einmal Sie fragen, inwieweit Sie glauben, dass da oft einfach soziale Wünschbarkeit bei den Umfragen dabei ist? Oder in vielen Bereichen gibt es das Phänomen der sozial erwünschten Antworten. Ja? Was jetzt sichere Arbeitsplätze oder Arbeitsmarktchancen betrifft, sehe ich die Gefahr nicht. Ja? Was sich Jugendliche ganz stark wünschen, was sie sich auch berechtigterweise wünschen, ist existenzielle Sicherheit. Ja. Und jetzt gibt es natürlich jene, die da eher flexibler sind und die sich allerlei vorstellen können und ihr selbstbewusst sind und sagen, es wird schon irgendwie gehen. Aber es gibt auch viele, viele andere, die das so nicht sehen. Wir haben eine qualitative Studie durchgeführt, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie junge Menschen im Alter von 14 bis 29 mit den Anforderungen der neuen Arbeitswelt umgehen. Also Flexibilitätsparadigma, langfristige Planbarkeit, ja, Mobilitätserfordernisse etc., lebenslanges Lernen, das von manchen Bildungsforschern mittlerweile so etwas frech als lebenslängliches Lernen etikettiert wird. Da sehen wir, es gibt verschiedene Typen. Es gibt die Eigeninitiativen, das dürfte Ihr Neffe sein, die sagen, wir schaffen das. Ja? Die haben unheimlich viel Potenzial, unheimlich viel Energie, ja? Krempeln die Ärmel hoch. Die Gefahr, die ich in diesem Segment sehe, ist, dass die irgendwann einmal mit einem Burnout enden. Ja, die überfordern sich ständig selber und ich glaube, die Gesellschaft bietet derzeit noch nicht ausreichend Unterstützung für solche jungen Leute. Ja, das sind ja Leute, die sich selbstständig machen, wenn sie sonst keinen Job finden, ja, weil sie arbeiten wollen. Aber den Hintergrund haben sie eigentlich nicht, den sichernden Hintergrund haben sie im Regelfall nicht. Die brennen früher oder später aus. Wir haben junge Leute, die keine Angst haben vor den Anforderungen der neuen Arbeitswelt, die träumen so ein bisschen vor sich hin und sind relativ lang im Bildungssystem verhaftet. Das heißt, die machen zuerst einmal das BAK und dann fangen jetzt noch was anderes an und die Eltern können das auch finanzieren. Ja? Die schieben eigentlich den Berufseinstieg raus, ja? Und hoffen, dass es mal besser wird oder dann schon gehen wird. Die sind letztendlich Träumer. Das findet man ganz stark im AHS-Segment. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich mit der Situation arrangieren, die eher so traditionelle Laufbahnen anstreben, also sei es jetzt Pflegeberuf, ist zwar unheimlich fordernd, aber man hat sicher einen Job und kommt vielleicht im Krankenhaus unter. Ja?
oder ganz stark natürlich Lehrer, Lehrerin. Und wenn Sie sich die tagesaktuelle Berichterstattung der letzten Wochen anschauen, wissen Sie auch oder angesehen haben, wissen Sie auch, dass der Beruf des Lehrers oder der Lehrerin wieder etwas ist, was bei Jungen boomt. Ja? Und die vierte Gruppe sind natürlich die Orientierungslosen, das sind die Modernisierungsverlierer, das sind Jugendliche aus der Unterschicht, aus der unteren Mittelschicht, die wenig Chancen haben, wirklich etwas zu erreichen. Ja? Die sind, wenn man nichts macht, wenn man sie nicht entsprechend fördert früher oder später eine Sozialhilfekarriere. Ja? Also so muss man es einfach sehen. Und da lande ich bei einem Punkt, der mir sehr wichtig ist, die Jugend gibt es nicht. Also Jugend differenziert aus und man muss unterschiedliche Potenziale, aber auch unterschiedliche Problemlagen wirklich näher anschauen. Bitte. Sie haben zuerst von der Dreidrittelgesellschaft gesprochen. Hat sich da in den letzten Jahren etwas geändert, dass sozusagen die am unteren Rand, dass dieser Bereich größer wird oder ist das ziemlich stabil? Das, was man beobachtet, ist, dass die Mittelschicht auseinanderbricht. Ja. Unsere Gesellschaft basiert eigentlich auf der Idee einer stabilen, relativ großen Mittelschicht. Ja. Mittlerweile ist es so, dass es noch immer die Mittelschicht als großen Teil der Gesellschaft gibt, aber die Mittelschicht differenziert aus. Sie haben es ja gesehen, es gibt die obere Mittelschicht, die eher auf der Gewinnerseite ist, ja? Es gibt die untere Mittelschicht, die eher auf der Verliererseite ist und es gibt die mittlere Mittelschicht, die gerade auch im Erwachsenensegment und da übertragen sich einfach die Befindlichkeiten der Eltern sehr oft auf die Kinder und Jugendlichen von Absturzängsten, von sozialen Abstiegsängsten geprägt ist. Ja? Und tatsächlich haben die jetzt nicht so ein großes Abstiegsrisiko, aber sie sehen, dass man heute relativ leicht aus dem System rauskippen kann, zumindest kurzfristig. Und wenn Sie sich die Armutsforschung ansehen, werden Sie beobachten oder werden Sie feststellen, dass auch diese Armutspassagen, also nicht die langfristige Armut, die Langzeitarmut, sondern Armutspassagen in der Mittelschicht sehr stark verankert sind. Ja? Also nicht diese Stabilität, von der wir alle träumen. Ja? Und das ist der Unterschied zu früher. Ja, also eine wenig homogene Mittelschicht. Danke. Eine allerletzte Frage? Nein, mir kommt gerade so eine Idee, aber es ist halt absehbar, dass ja viele, die jetzt sozusagen von der Schule, Ausbildung, Studium beenden, ja doch nicht, so wie Sie sagen, nicht in einem Beruf alt werden. Es ist so, dass man sehr viel wechseln muss. Es ist sehr viel, also ich merke, wenn ihr nicht das 25, ja, sehr viel Ellbogengesellschaft, weil bei uns, also in meiner Generation noch nicht so war. Da war eher ein Miteinander. Heutzutage ist es eher so, dass die Jugendlichen schon, ja, eigentlich in der Oberschule lernen, sich zu behaupten oder behaupten müssen, um weiterzukommen und dann nicht die anderen mitnehmen. Das ist es. Also das sind so Sachen, die eigentlich mich traurig machen. Nur sonst kommen sie zu nichts, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt. Ja? Und das finde ich so schade. Und das dann wirklich meine Frage, wo geht es hin? Ja, auch die prekären Arbeitssituationen von Frauen, das ist das Gleiche. Ja? Also wenn man nicht richtig integriert ist und gleich die Schiene hat, dann ist aus im Grunde heutzutage. Sie haben zu 100% recht, nur das Problem kann man nicht bei den Jugendlichen sehen, sondern das Problem muss man in der Politik sehen, muss man bei den Erwachsenen sehen, muss man bei jenen sehen, die Rahmenbedingungen vorgeben. Ja, ja. Und nee, sie werden ja auch schon gedrillt in der Schule dementsprechend von den, die sozusagen dafür zuständig sind. Tatsache ist, dass man sich Engagement für andere erst leisten können muss. Ja. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Kommen, für Ihr reges Interesse, für Ihre Beiträge und hoffen Sie, bald wieder hier zu sehen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Bosecker, das war sehr, sehr spannend. Danke.